Haben wir jetzt. Ach, schön. Bastel? Nee, halt. Das kommt beides hier hin. Und der Erdblock. Den hatte ich ja ursprünglich hier. So. Beton ist soweit okay. Hier sieht's soweit gut aus. Wir könnten mehr davon herstellen. Und hier können wir jetzt erstmal den Amboss machen. Sobald wir genug Eisen haben. Das dauert noch. Aber ist das hier schon auf der schnellsten, ne? So, wieder da kurz Essen looten. Sehr schön. Dann lass hier schmecken. So, wir haben ein bisschen Beton. Werkzeugkoffer haben wir hier. Was mache ich jetzt mit dem Beton? Außer das Dach vielleicht fixen noch, dass wir wirklich hier absolut einbruchsicher sind. Oder ich mache unten den Boden. Lass mich raten, das war ein Stein? Sieht so ein bisschen aus. Ich glaube nicht, dass das Kohle war. Das sieht aus wie Kohle, ne? Nee, es ist Stein. Das ist Stein. Aber zumindest habe ich noch die 7 zu der Unglückszahl dazu. Du bist ein absolutes Glückskind. Ja, das auf jeden Fall. Definitiv. Wir werden eh noch mehr Holz brauchen. Da können wir hier auch mal... Psst. Noch ein bisschen für Holz sorgen. Ist ja okay. Oh, Honig! Also, ganz ehrlich, ne? Geht ein bisschen Holz hacken und ihr kriegt euren Honig. Also, da muss man sich echt keine Sorgen machen. Die Axt ist nur extrem langsam. Es wird Zeit für besseres Zeug. Da müssen wir eh noch ein bisschen dran arbeiten. Doch, die Holzsplittermod habe ich. Aber es dauert trotzdem ewig. Wir müssen halt wirklich mal eine höhere Stahlachs herstellen. Also die Stahlsachen hätte ich tatsächlich gerne auf Stufe 6. Und dann die Nagelpistole. Ja. Wie gesagt, ist halt Stufe 1, ne? Da müssen wir noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen Stahl herstellen. Und dann klappt das auch. Und nicht wundern, unten ist gerade so ein kleiner Anzeigebug. Deswegen sieht man gerade nicht, wie viel Holz wir wirklich haben. Ich glaube, ich habe das Spiel vorhin ein klein wenig überfordert, als ich die Kisten umgeräumt habe. Ist das diese radioaktive Gewitterwolke, die dann halt die Zombies so aggressiv macht, sodass sie deswegen in Horden auftauchen beim Blutmond? Ist es das? Und ist der Blutmond immer ein Vollmond? Und warum passiert der alle 7 Tage auf die Uhrzeit genau? Hm. Fragen über Fragen. Oh, noch ein Honig. Cool. Thank you.
so eine wandernde radioaktive Wolke, die immer wirklich pünktlich in einer Minutenweise immer einmal quer durch das gesamte Tal wandert wahrscheinlich. Vielleicht ist sie auch intelligent, wer weiß das schon. Und wer hat das Zombie-Mittel schon wieder erfunden? Das ist auch eine gute Frage. Also eigentlich gab es eine Pandemie oder eine Epidemie, keine Ahnung. Oder? Irgendwas war da? Oh, die großen Eichen wieder. Ich liebe Eichen. Die sind schön. Wie war das? Daraufhin wurde dann hier alles nuklear mit einer Atombombe irgendwie und daraufhin, weiß ich nicht, ist der Virus noch mehr mutiert oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wie die Lore hier ist. Aber man fragt sich halt so, ne? So, haben wir ein bisschen Holz? Holz, Holz, Holzi, Holz? Nice. Medizin? Bastelkiste? Oh. Ah! Richtig. Und, nee. Samenbank, da müssen die noch rein. Gut. Essenstechnisch. Oh, sehr schön. Wir haben Kuchen. Wir können also hinterher zelebrieren, wenn wir gewonnen haben. Das dauert noch. Wie sieht's hier aus? Wir können den Amboss herstellen. Immerhin. Schon. Ne? Und der Schmelztiegel. Wo stellt man den eigentlich her? Schmelztiegel macht man. Oh. Oh. Der ist teuer. So, alles andere müssen wir erstmal nicht herstellen. Da gibt es echt eine Story. Ja, ich habe mich auch gewundert. Aber ja, es gibt wohl eine Story. Also keine, die in dem Spiel erzählt wird. Oder zumindest nicht allzu deutlich. Man hat halt überall diese Zeitungen, wo dann eben steht, ja, Virus ausgebrochen, was weiß ich. Ja. Und ansonsten, ja, ist da nicht viel übrig geblieben. Ah, wir haben Thunfisch-Sandwiches. Ich nehme mal Kaffee mit. Oder noch besser. Oder? Was ist der hier eigentlich? Ach, groß war das irre Soße? Bessere Preise? Ist auch ganz nett. Eine Ausdauerwiederherstellung vielleicht weniger, ne? Kältewiderstand brauchen wir an sich auch nicht. Aber hier, den Kaffee können wir mal. Hatte ich nicht irgendwo noch, Nee, das ist zum Abbauen. Schadensvermeidung? Brauchen wir nicht unbedingt. Ein bisschen Honig können wir uns nachher noch einpfeifen. Wir brauchen definitiv ein paar Verbände. Nur für alle Fälle. Ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut betucht. Dann nehmen wir die noch mit. Nur für alle Fälle. So. Und da müssen wir irgendwann Blei noch herstellen. Das heißt, ja. Vielleicht machen wir hier wirklich alles, was Stahl ist. Oder? Alles, was Eisen braucht und so. Und hier, eigentlich bräuchten wir noch viel mehr davon. Nichts Genaues weiß man nicht. Ich habe keine Ahnung.
Apropos, warte mal, wir könnten ja jetzt theoretisch, wir haben den Erdbohrer. Nagelpistole auf Stufe 1. Brauchen wir erst mehr Stahl. Alles andere. Schlagschraube haben wir schon auf Stufe 6. Also theoretisch. Der ist auch der höchste, ne? Also wir werden sehr viel, viel Stahl brauchen und sehr viele legendäre Teile. Kann man die eigentlich selber herstellen? Nee, ne? Nee. Aber dieses Fertigungspaket aus Rüstungsteilen, Nähset, Klebeband, das können wir mal machen. Rüstungsteile, Nähsets und Klebeband. Klebeband können wir sogar noch herstellen. Aber Nähsets haben wir bald keine mehr. So, das brauchen wir noch. Stoff brauchen wir erstmal nicht mehr. Lalalala. Glas müssen wir mal gucken, wofür wir es eigentlich brauchen. Ich sehe nicht, wie viel Schuss ich habe, ne? Das ist nicht gut. Aber wir können Kuchen backen. Yeah! Kuchen backen. Ich lade euch alle ein zu einer Käsekuchenparty. Bei Kaffee und Kuchen. Ich lade euch ein zu Kaffee und Kuchen. Vielleicht machen wir das einmal so. Und so. Den Hammer werden wir wahrscheinlich brauchen. Das hier erstmal nicht. Auch die hier müssen wir erstmal nicht mehr im Inventar behalten. Das ist okay. So. Der ist nur für alle Fälle, falls die irgendwas kaputt machen. Alles andere ist relativ... Es ist gleich soweit, ne? Bin ich bestimmt in Vollversion raus. 2023. Naja, streng genommen ist das jetzt eine Vollversion, ne? Ich hätte schwören können, ich habe gerade was gehört. Geht gut los. Ich krieg schon Hallus hier. Ich krieg hier jetzt schon Verfolgungswahn. So, nach oben kommen wir noch nicht. Das macht aber nichts. Warte mal, ich brauche noch den Beton. Schnell, 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 schnell. Ohne Beton kann ich nichts reparieren. Also an Dings. Bei dir steht Beta. Version 1 habe ich hier oben. B336. Und es geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Ja, da sind so schon die Geier. Na toll. Okay, wie kommt man den Geier ran? Es tut mir leid wegen für alle Hundeliebhaber, aber das muss jetzt gerade sein. Wo ist er denn? Ich finde den Pleitegeier nicht. Es tut mir leid. Hallo? Du dummer Vogel? Wo ist er denn? Polly ist doof. Spatzenhirn halt. Ah, Lootbeutel.
Na gut, sollen die Vögel sich halt oben durchhauen, das ist egal. Das kann man reparieren zur Not. Läuft gut, ne? Bisher? Hallo? Es geht immer hier drüben, danke. Dankeschön. Geht doch. Gute Polly. Alter, dieser Vogel. Hallo? Ich seh ihn. Haben wir ihn jetzt? Oh, Lootbeutel. Noch ein Hund? Schade. Ich glaube, ich weiß, warum Sebi Grün das nicht mag, das Spiel. Ich glaube, ich würde genauso denken, wenn es hier Katzen gäbe. Halt! Wieso steht ihr nochmal auf? Wer hat euch das erlaubt? Den habe ich gar nicht gesehen. Da fehlt noch ein Fließband. Oh ja, du meinst für die Lootbeutel, wa? Ah! Das wäre in der Tat sehr cool. Ich hatte vorhin noch Level gehabt und habe völlig vergessen zu leveln. Oh oh. Er lebt noch. Jetzt. Ja! Mit dem habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ich finde es immer lustig, wie die sich so hell, so Hollywood-reif hinwerfen, ja. Ist immer wieder schön. Mann, jetzt trifft doch, Mädel. Ja, Polly kriegt heute keinen Keks mehr von uns. Polly war böse. Wen jetzt? Hallo, Polly? Danke. Nice. So, da kommt nichts mehr. Der lebt noch. Was ist da los? Ja, gut. Wir bleiben mal bei der einfachen Taktik. Komm schon noch. Aber es scheint bisher echt gut zu laufen. Bitte nach vorne kommen. Dankeschön. Bisher läuft es echt gut. Das ist ein richtig guter Bunker. Ich dachte,
dachte gerade, da fliegt wieder was, aber nee, es ist nur der Baum. Bäume fliegen nicht. So, oh! Okay, jetzt wird's fies. Okay, der ist tot. Zwei Schuss, drei Schuss, vier Schuss, fünf Schuss. Und hier hängt noch ein Hund in der... Meine Güte. Den man manchmal so trifft. Kopfschüsse, beste Schüsse. Wenn man denn mal trifft. Ist immer wieder herrlich, wie die umfallen. Oder runterfallen irgendwo. Wie so eine olle Puppe. Es klingt wieder so, als wären die sonst wo, aber ich glaube... Wow! Nice. Diesmal kommen die grundsätzlich nach oben. Man muss nur warten. Aber ich bin immer so ungeduldig. Ich hab's gehört. Da spuckt doch irgendwo einer. Juhu! Wusste ich, dass der nochmal aufsteht. Bist du einer von der Sorte? Hallo! Treffen! Treffen will gelernt sein. Aber nicht von mir. Komm, du stehst doch nochmal auf, oder nicht? Nee, doch nicht. Soll ich ihn etwa diesmal richtig erwischt haben? Das wäre irre. Hi. Er rülpst doch schon wieder einer. Muss ich erstaunlich oft reparieren heute. Dabei ist das Stufe 5. Eigentlich dürfte das gar nicht so schnell kaputt gehen. Na, wo ist der Bulle? Oder explodiert er da gleich? Ich hoffe nicht. Oder den hat es so zerlegt. Das kann natürlich sein. Das wäre cool. Sieht aber fast so aus, ne? Man hört so viele Zombies, aber irgendwie laufen die alle nicht hier hoch, oder? Oder irre ich mich da? Ich bin nur ungeduldig. Wo sind denn alle? Ach, da! Noch ein Lootbeutel. Holy moly. Also, das Loot wird viel, ne? Finde ich cool. Ich frage mich, wonach sich das Loot eigentlich richtet. Ist das sozusagen jeder zehnte Zombie ein Lootbeutel? Oder richtet sich das dann nach der Menge verbauter Stoffe, die man erst noch sozusagen... Aber ich habe keine Ahnung.
Oder richtet sich das danach, wie gut man trifft, oder? Wäre ja mal interessant zu wissen. Wow, noch einer. Der steht nicht mehr auf, das ist gut. Oh. Noch ein Lootboot. Oh. Danke. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, ob ich die Muni überhaupt noch mal brauche. Knie geschossen. Okay. Haben wir? Die nächsten bitte. Danke. Der lebt ja immer noch. So. Wie so eine Barbie-Puppe. Ich meine, umso genauer, umso höher die Chance für Beute. Ah. Das wäre natürlich cool. Oh, dem hat ein Arm gefehlt. Habt ihr gesehen? Mann. Hallo Polly, bist du auch wieder da? Polly, Polly! Wow, der ist hier reingeflogen. Wow, voll zwischen die Augen. Wie geht's uns denn? Eigentlich ganz gut. Na jetzt! Noch eine Polly. Hallo Polly! Polly, Polly, Polly! Pup, pup, pup. Du dummer Vogel. Du musst hier hoch, du musst hier... Ja, fast! Oh, blöde Vogel, du, komm her. Danke. Noch ein Vogel? Oh, wir hatten... Ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn doch fast. Oh. Komm her, du Vogel. Du sollst herkommen, du blöder Vogel. So. Noch ein Level up, wie cool. Level 58 schon. Okay. Immer mit der Ruhe. Ihr kommt alle dran. Und da kommen nur so viele. Blöde Vogel, ich sehe den doch schon von hier. Ah! Gut, den Vogel ist mal los. Die schrägen Vögel auch. Der ist bitte nach oben, danke. Huch, wie hat denn der gezuckt? Nahkampf, Fernkampf scheint der zu unterscheiden. Kommt mir so vor. Der Vogel? Ja, das kann schon sein. Der letzte war auf jeden Fall wesentlich schlauer als der davor. Hallo? Manche eiern aber auch hinterher hin und her, ne, mit ihrem Kopf. Die KI lernt schon ein bisschen mit, ne? Ich habe irgendwie den Eindruck, die eiern mittlerweile mehr hin und her als vorher. Oder irre ich mich da und ich bild's mir nur ein?
Früher habe ich vom Krieg geträumt und mich immer bei Nacht gefürchtet. Mittlerweile spiele ich Ballerspiele. Wahnsinn. We are going full circle hier. Und ich glaube, ich muss gleich nochmal die Knarre reparieren. Ich versuche mal ein bisschen Muni zu sparen, wa? Mehr Kopfschüsse. Gezielte. Klappt nicht immer. Zumindest gerate ich nicht mehr auf die dritte Taste von meiner Maus. Oh, ein paar Soldaten. Der Blutmond ist vorbei. Blutmond 5. Haben wir geschafft. 5? Moment. Ach so, 5 Blutmonde überlebt, weil den ersten hatte ich ja nicht geschafft. Dementsprechend ist das jetzt der 5. Blutmond, und den ich überlebt habe. Weil den ersten bin ich ein paar Mal gestorben. Merci beaucoup, merci beaucoup. Haben wir's? War's das? Und jetzt looten. Ah ne, da ist noch einer. Jetzt ist Ruhe. Okay.